Für viele Männer ist das Thema Unterwäsche die wahrscheinlich nebensächlichste Angelegenheit überhaupt. Bei Damen sieht das Ganze jedoch ziemlich anders aus. Damenunterwäsche ist eine Wissenschaft für sich. Hier muss nicht nur die Größe stimmen, sondern auch der Schnitt, das Material, das Muster und die Farbe. Kein Wunder also, dass es für Damenunterwäsche also zahlreiche Fachgeschäfte gibt, die sich nur auf den Verkauf von BHs und Damenunterhosen spezialisiert haben. In diesem Video führen wir dich etwas tiefer ein in die Welt der Damenunterwäsche und Dessous. Wir zeigen dir, was es für unterschiedliche Arten von Damenunterhosen gibt und erklären dir außerdem, was man von der Unterwäsche einer Frau für Rückschlüsse auf ihre Person ziehen kann. Hier bei Wissenswert. Die erste Art von Unterhose, die wir für euch haben, sind sogenannte High-Waist-Panties. Diese Unterhosen sind hüfthoch geschnitten und eher eine Seltenheit. Der High-Waist-Schnitt zählt nicht gerade zu den beliebtesten Passformen für Damenunterwäsche und wird auch oft als Granny-Panty bezeichnet, weil er an die Unterwäsche einer Großmutter erinnert. Allerdings gibt es heutzutage auch viele High-Waist-Panty-Modelle, die für junge Damen gedacht sind und sexy aussehen sollen. Wenn eine Frau ein solches High-Waist-Modell trägt, deutet dies in der Regel darauf hin, dass sie eine sehr unabhängige und selbstbewusste Person ist und sich mit sich selbst wohlfühlt. Außerdem kann es sein, dass sie sehr wählerisch ist, was Männer betrifft. Die zweite Art von Unterhose auf unserer Liste sind sogenannte Boxers, also quasi Boxershorts für Frauen und Mädchen. Auch Boxers sind nicht gerade der Mainstream. Ein Mädchen oder eine Frau, die Boxers trägt, ist wahrscheinlich eher ein entspannter Charakter, mit dem man gut Spaß haben kann. Vielleicht sogar ein Kumpeltyp. Darüber hinaus ist dir wahrscheinlich relativ egal, was andere über sie denken. Etwas sexier als die Boxershorts sind sogenannte Cheekies. Cheekies sind Damenunterhosen, die so geschnitten sind, dass das Steißbein von Stoff bedeckt ist, allerdings die unteren Hälften der Pobacken zu sehen sind. Frauen, die Cheekies tragen, sind meistens romantisch, aber trotzdem energiegeladen und können auch sehr frech wirken, was auf Englisch übrigens auch Cheeky heißt. Kommen wir als nächstes zum klassischen Bikini-Schnitt. Der Bikini-Schnitt ist so ziemlich die herkömmlichste Variante einer Damenunterhose. Allerdings kann man auch bei ihm davon ausgehen, dass die Frau, die ihn trägt, einige bestimmte Eigenschaften hat. Sie ist meistens athletisch und abenteuerlustig, kann aber auch gut pragmatisch und ernsthaft sein, wenn es nötig ist. Die nächste Kategorie beinhaltet gleich zwei Passformen für Damenunterwäsche. Einmal den Tanga und den sogenannten Thong. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass der Tanga sowohl vorne als auch hinten etwas mehr Stoff hat und nicht so knapp geschnitten ist. Frauen, die hauptsächlich Tangas und Thongs tragen, sind fortschrittlich orientiert und kennen ihren Sexappeal. Allerdings sind vor allem Tangas keine Seltenheit und insofern kann es auch einfach sein, dass eine Frau, die einen Tanga trägt, eher traditionell denkt. Die vorletzte Art von Damenunterhose, die wir euch präsentieren, ist der sogenannte G-String oder auch String-Tanga. Ein G-String hat sehr wenig Stoff. Meistens finden sich nur vorne und über dem Steißbein ein wenig Stoff und ansonsten besteht der G-String lediglich aus dünnen Stoffverbindungen. Eine Frau, die einen G-String trägt, hat wahrscheinlich kein Problem damit, aus ihrer Komfortzone zu treten. Außerdem ist sie ein lustvoller Mensch, der gerne sexy ist. Ein weiterer Grund, aus dem Frauen übrigens String-Tangas tragen, neben ihrem Sex-Appeal, ist, dass sie dem Po auch unter einer Jeans oder einer anderen Hose eine schöne, runde, natürliche Form geben. Und jetzt kommen wir zur letzten Passform für Damenunterhosen, und zwar zum T-String. Der T-String trägt seinen Namen, da seine Stoffbänder am oberen Ende des Pos zu einem T zusammenlaufen. Der T-String hat also unglaublich wenig Stoff und ist eine absolute Seltenheit. Frauen, die einen T-String tragen, sind höchstwahrscheinlich sehr lustbetont und wahrscheinlich auch experimentierfreudig und haben keine Vorbehalte zu demonstrieren, dass sie nicht unbedingt das brave Mädchen von nebenan sind. Natürlich waren das noch nicht alle Formen, die es von Damenunterwäsche gibt. Wir hoffen jedoch, wir konnten euch hiermit erstmal einen guten Einblick in die Philosophie der Damenunterwäsche geben. Wenn ja, dann lasst uns auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ansonsten, wenn ihr männlich seid, dann schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche dieser Unterwäschevarianten euch am meisten anspricht. Und wenn ihr ein Mädchen seid, dann könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob euch noch etwas einfällt, was man über Damen und ihre Unterwäsche wissen muss und in was für Unterwäsche ihr euch selbst am wohlsten fühlt. Ansonsten, abonnieren nicht vergessen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, hier bei Wissenswert.